Kapitel 3 Ärger im Paradies. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Hm. Oh, die Arme. Das sind gute Frauen, wo sie sind. Komm hier ein bisschen. Vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Guck mal hier beim Baum oder so. Oh. Hier ist ein Pfad. Coole Sache. Kann doch hier noch so lang oder eher so. Oh. Jetzt mal gucken. Verstehe. Was ist denn das hier? Guck mal, da haben wir damit. Eine Wildkamera? Hm. Ist sie eigentlich noch weiter? Ja. Hm, gut. Dann machen wir mal einen kleinen Waldspaziergang hier. Ja, auch mal machen. Etwas ist hier. Etwas ist hier. Da war gerade vor der gruselige Schatten. Ja, lass uns mal hier lang gehen. Hier lang. Ja. Ja, da so. Ah, die G. Überall so kleine Pfade. Wer baut denn so? Nächtlicher Spaziergang. Kann man ja mal machen. Oh, schön. Bin ich da, aber ich glaube, wir haben uns voll verlaufen. Watschel mal hier lang. Oh, halt. So. La 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 la. Oh oh. Abby? Bist du hier? Weiß ich nicht. Nick! Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Oh, Junge. Hey! Hey! Hi. Du bist weggerannt. Frag dich mal, warum? Ja.
glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Direkt, jawohl. Schätze, Emma steht wohl schon länger auf dich, was? Was? Nein, nein, nicht doch. Sie wollte Jacob eifersüchtig machen. Ich habe einfach mitgespielt. Hat dir scheinbar ganz gut gefallen. Ich wollte Emma nur mit Jacob helfen. Das war alles. Klar. Nee, nee. Nicht das hier mit Küssen. Ich glaube nicht, dass Emma hinter der Sache steckt. Wer sonst? Tja, Caitlin. Oder alle, vielleicht. Vor allem Caitlin. Ist ihr Stil. Hm. Das Spiel ist ganz schön dämlich, oder? Total dämlich. Wir sind keine 12. Jeder kann tun und lassen, was er will. Klar. Klar. Na sicher. Außerdem küsst man in diesen blöden Spielen sowieso nie die Person, die man will, oder? Weißt du noch am zweiten oder dritten Tag, als wir unsere Gruppen zum Inselseilkurs bringen sollten? Da lernten wir uns kennen. Mhm. Erinnerst du dich an den Camper, der ein kleines Missgeschick auf dem Kurs hatte? Ja, das war ihm so peinlich. Er dachte, er stirbt gleich. Ich muss den sauber machen, bevor es noch jemand mitkriegt. Also, außer dir, meine ich. Danke, dass du nichts gesagt hast. Da haben wir uns nicht zum ersten Mal gesehen, sondern bei der Orientierung, am ersten Tag. Wirklich? Da waren eine Million Leute. Aber ehrlich gesagt, du hast dich scheiße benommen. Ich sagte Hi und du hast mich kaum wahrgenommen. Shit, tut mir leid. Die meisten Betreuer machen Camperwitzchen. Sie verarschen sie und so. Jacob macht das. Und Emma irgendwie auch. Du nicht? Ich war auch mal so. Bin nicht stolz auf manche Sachen. Verständnisvoll, jeder macht Fehler. Oder beurteilt, sei nicht wie Josh. Jeder macht doch mal Fehler. Das ist richtig. Aber wie du dich beim Seilkurs verhalten hast, da wusste ich's. Was denn? Dass ich dich küssen will. Du, echt jetzt? Hab ich nicht mitgekriegt. Oh. Damals nicht. Ich bin nicht so gut darin, Emotionen auszudrücken, aber das war echt nett. Und jetzt sage ich, dass ich dich auch leiden kann, oder sowas. Zu knurrig. Es ist ein Bär. Zu flott. Geh doch da nicht gucken. Geh doch woanders hin. Lauf! Jawohl.
Auf den Baum klettern, ja, halte ich für eine gute Idee. Verdammt, muss ich runter, Mann. Oh Mann, wie viel Glück kann man haben? Schnell weg jetzt. Witziges Game. Ach, Junge. Junge Liebe. Tut immer weh. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Ja. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh!
Komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Das halte ich auf eine richtig schlechte Idee hoch. Naja, ich weiß ja nicht. Nach der Nummer. Ach ja, ich gehe erstmal ein paar Handtücher holen. Dann lass uns doch Badespaß haben. Ja, der hat doch Badespaß. Guck mal, der winkt so ja noch. Tschüss. Was hat er denn gerade in der Hand gehabt? Was, der Stern? Was für ein Stern? Erstmal umschauen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Cooles, Interessantes. Die kann ja ruhig ein bisschen da warten. Das stört die bestimmt nicht. So, sonst gibt's hier irgendwas? Hinweis. Oder sowas. Check it und thack it. Check it ist wohl Mr. H, Chris Hackett. Wer zur Hölle ist thack it? Na, hier könnte mal jemand mal aufräumen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Komm hier aber mal nach oben. Schauen, was da so geht. Lalala. Lalala. Was machen wir denn? Gott verdammt. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Du Arsch! Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob! Mann, jo, die ist aber nett. Was sollen diese Zahlen? Tja, das kann ich doch nicht so genau sagen. Was haben wir denn hier? Ein Fernglas. Wow. Das Licht. Ist da jemand? Das heißt dann wohl, bestimmt ist alles gut. Klar. Macht ja Sinn. So gibt's hier sonst irgendwas? Wow, Kamera. So, da jetzt wieder zurück. Sag mal. So, sonst gibt's hier nichts mehr da. Ah, tun wir denn hier.
Das ist nicht lange her. War das in der Nähe? Ich schätze mal schon. Was denn, wenn wir jetzt hier einfach weggehen und lassen die da stehen? Frag von Freund. Wo jetzt denn hier? Jetzt überhaupt irgendwo? Was haben wir denn hier? Ach, da hat wohl jemand die Ruder liegen lassen. Noch feucht. Nun gut, dann gehen wir mal zurück zu der fast netten. Na, Kühlschrank irgendwann? Nee, ne? Ach, da. Ja, nee. Beim ersten Mal ja nicht sehen, dass da irgendwas hängt. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie meine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Wie schnell hat er sich denn ausgezogen? Fragt auch Nick, ja. Der finde ich gut. Tja, wieso fragst du nicht Nick? Der würde dich sicher gerne retten. Ich ignoriere dich. Jo, alles klar. Erwischt! Was soll das, Mann? Oh, okay. Okay, das bedeutet Rache. Klar? Ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Lass das! Ach, hör auf zu rummeln! Genau. Wie lange er die Luft anhalten kann. Jawohl. Blöd, Mann. Sentimental. Ich bin jeder Schluss. Das macht Foto. Ja, nun. Jawohl, mach ein Foto. Okay, hey, jetzt check das mal. Okay. Ja. Wie hat er hochgeklettert? Mach ein Foto von mir. Ja, für deine kleinen Follower oder so. Top 10 Kerle, die dich glücklich machen im Sommercamp. Ach, ich kriege noch 9. Was?
steht er da wie ein Bioschnapp. Shit, der Verteiler. Ach, das darf jetzt verdammt nicht wahr sein. Ja, immer den Verteiler. Jacob? Ach, Arsch. Da, wo taucht er denn da hin? Ja. Ja, zieh mal noch Dollar. Mal noch knapper. Scheiße. Sozusagen. Da hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht, Nick hat eine Bestie in sich. Ah, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen, ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja, jetzt nur noch zu dritt. Okay, Dylan, sagst du... Das klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Komm. Abby! Hilfe! Bitte! Nick! Helft ihm! Wo ist Nick? Geh und hilf Nick! Geh! Okay, ich mach das. Die Schrotflinte hat eine Mordstreuung. Pass gut auf. Okay.
Lauf, Junge, lauf! Scheiße! Hey! Lass die Pfoten von ihm! Stopp, stopp! Sonst knallt! Sich den Finger abgeschossen. Ey. Heilige oh Scheiße, Alter. Ich muss weg. Komm. Kannst du gehen? Komm, wir müssen weg. Los jetzt. Komm, zurück ans Feuer. Mhm. Was der braucht, ist ein Krankenwagen. Und ein Krankenhaus. Hm.